Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Obscure. Bei der letzten Folge haben wir die Schulkantine betreten, jawohl. Und wir werden jetzt mal gucken. Da hätten wir irgend so ein scheiß Rätsel, auf das ich jetzt gerade eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Deswegen werden wir jetzt einfach mal hier lang gehen. Und ach du Heilige, tut mir leid. Wo kommst du bitte her? Du warst beim letzten Mal nicht da. Also das ist schon wieder so ein bisschen assi, dass sie anscheinend ein bisschen respawn sind, nur weil ich erstmal gewagt habe, das Spiel für 2 Tage zu pausieren oder so. Das ist ja, das ist nicht schön. Mir ist da eine Sache aufgefallen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich zurückgehen soll. Deswegen könntet ihr ja mal was runterschreiben und zwar, wo ist denn das hier? Im Library. In der Bibo gab es noch ein WC-Raum, glaube ich, war das, das ich aufgeschlossen habe, aber ich bin leider nicht reingegangen. Und ja, ihr könntet ja mal schreiben, ob da irgendwas Sinnvolles drin liegt. Und ne, ansonsten lasse ich das dann so. Und was hast du für Probleme, Josh? Ich habe dir nicht erlaubt, auf dieses Teil da zu zielen. Was ist denn das? Das ist das eine Maus? Habt ihr das auch? Was hat der für Probleme? Die sind tot, Josh. Immer mit der Ruhe. Hoffe ich doch zumindest. Oh Gott! Alter! 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 Nö! Nö! Alter Schwind! Nö! Nee! Alter! Fuck you! Okay, wow. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich vorm Bossfight stehe. Das ist ja epic. Okay, dann pack ich mal, obwohl, warte mal. Ja doch. Wie mache ich denn das jetzt? Josh, give. Ja. So. Und dafür bekomme ich jetzt. Nee. Nee, das passt schon. Ja. Und da vielleicht die hier? Ich meine, ich habe ja noch eine Taschenlampe. Mache ich einfach mal. Tape the lamp to the Automatik. Weil ich glaube, Automatik ist da so ein bisschen besser. Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir Backpfeifen. Ich schieße einmal rauf und guck zu, wie Josh ihn fertig macht. Woo! Aber die Bossmucke ist. Die Bossmusik-Dingsbums sind manchmal ein bisschen komisch. Mann, komm, wir müssen doch mal rausgehen. Wir müssen Josh noch mal ein bisschen versorgen. Ansonsten verkrepelt er mir schon wieder. Und das wäre ganz schön fatal. So, Josh. Ja, friss mal. Ah, oh ja, das reicht vollkommen. Was ist eigentlich hier mit Stan los? Kann das sein, dass der immer mehr verliert? Okay, jetzt aber, jetzt gibt's aufs Maul. Bam, 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 bam. In your fucking Moment. Jetzt. In your fucking. Ach, ich muss das zurückhalten. Ich vergesse das mal wieder. Hä? Ach nee, das war doch gar nicht, oder? Ja, ich höre den Sack doch noch. Ah, fuck, ey. Josh hat sinnlos Schrotmunition verballert. Come and get some, bitch! In your fucking face! In your fucking face! In your face! In your face! Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir irgendwelche Fenster benutzen können. Aber, ja, ne, fucking Nacht und so. It's dark! Wow, man kann sogar die Magazine sehen, ist das geil. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer, ne? Damit wäre das Thema Orgie auf jeden Fall schon mal geklärt. Ja, ist ja gut, Miss Wixen. Wir helfen Ihnen ja gleich. Mein Gott, hör auf zu nerven. Ich muss den Raum investigieren. Mann, hallo. Alter. Oh, da kommt noch einer. Hey. Okay, warte mal, Josh. Ach, Mann. Ja, verrecke. So.
kannst mir die Dingsbumsis jetzt mal zurückgeben. Und dafür, warte mal, du hast doch. Ja, passt, du hast die Knarre. Nachladen, Digga. Alles sehr schön. Okay, ich habe nichts gesagt. So, dann packe ich die. Zack. Okay. Oh mein Gott. Wie sie einfach immer aus dem Nichts kommen, ja? Als hätten sie keine Hobbys. Ich meine, haben sie ja sicherlich nicht. Die hocken in der Schule, ich meine. Allein deswegen kann man schon davon ausgehen, dass die, ja, sehr gut, mein Gott, dass die keine Hobbys haben. Ja, jetzt kommt doch bestimmt wieder irgendein fetter... Josh, wieso ziehst du immer auf die Wand? Die tut dir nix, Mann! Hey! Okay, ich dachte gerade, Miss Vixen ist da drin. Box of Fuses. Ist das vielleicht für das Rätsel da hinten? Eventuell, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Okay, kein Rätsel. Schön. Ist hier sonst noch irgendwas? Komm, wir gehen mal noch ein ja, genau, mein Gott. Das war anscheinend der Onkel, dessen Tante, der Stiefvater. Oder irgend sowas in der Art. Das hat gerade wieder überhaupt keinen Sinn ergeben, aber mein Gott, sie spawnen einfach. Sie spawnen nicht, sie respawnen. Das ist ja noch schlimmer, ne? Die kommen immer wieder, die Sackgesichter. Okay, dann. Hä? Ach so, okay. Undankbare Bitch. Weißt du, da retten wir ihr mal den Arsch und dann erwartet so, dass wir noch irgend so ein Kackrätsel machen. Ah, okay. Schade, ich wollte das eigentlich jetzt nicht in diesem Aufnahmetag machen, weil ich das wahrscheinlich wenig auf der Reihe kriege. Aber ich würde einfach mal sagen, ich probiere das ein, zwei Minuten und dann mache ich einen Cut und dann, ne? Weil so 10 Minuten vorm Rätsel stehen und dann irgendwas labern. Ich meine, ich könnte euch ja erzählen, was ich letztens in der Schule gemacht habe. Also ich habe sie angezündet und so. Aber ich glaube, das interessiert eh keinen so wirklich, deswegen, ja, ne? Cut ich einfach. Cut, 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 cut. Cut, Ausschnitt, langweilig. Ne, so, sowas in der Art. Oder ihr seht einfach, wie ich probiere, das Rätsel zu knacken und ich rede dann aber dabei nicht. Weil, dadurch, dass ich rede, verringere ich die Chance, bei dem Rätsel, weiterzukommen. Und was soll der Scheiß, Mann? Ihr könnt ja nicht immer respawnen, Mann. Ich habe kaum noch Muni. I hate you so much, bitch. Aber, ich denke mal, das war ja so, gedacht, ne? Weil wir mussten ja die Fusen-Dingsbums holen und so. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, ne? Jawohl. Preisfrage ist jetzt, wie geht der Scheiß? Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die, hier irgendwie, genau, die müssen unten ankommen, ne? Du musst ja unter ankommen. Okay, ja, dann so. Ah, Alter, Mann, hört doch mal auf. Ihr seid so unfair. Ihr seid einfach so unfair, Mann. Ich hab keinen Bock. Okay. Das sagst du mir jetzt nach dem 83.595.00,00 Monster, ja? Dass Ashley so viel besser beim Kämpfen wäre. Oh, wie ich euch hasse. Wie ich euch gerade hasse. Okay, haben wir es denn jetzt, ja? Kann ich, oh, ist ja natürlich klar, dass ich das jetzt nochmal machen darf, ne? Weil ich ja keine Hobbys habe. Ach nee, das ist so. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, und nu? Muss ich das verstehen? Hier unten geht's ja nicht. Ach so, lass, ja, okay, ja, ja. Das muss ich dann so machen, oder? Boah. Wo ist denn das Blaue? Das Blaue geht da nach unten. Also so. Dann müsste das Blaue auch fertig sein. Das Grüne fehlt. Nee. Das Grüne ist kaputt, oder? Wenn ich das jetzt einfach mal. Ja, das Grüne ist doch kaputt. Welchen Knopf muss ich denn jetzt eigentlich hier machen? Wir haben da Grün. Grün führt da lang. Und endet doch eigentlich hier in der Mitte. Das ist doch kaputt. Ne? Oder muss ich das irgendwie... Ah, klar. Oh, Sinn, ne? Jetzt muss ich das so machen.
Und den hau ich dann da. Nein, das geht auch wieder nicht so. Genau, und jetzt so. Und so. Und der müsste. Was zur Hölle? Hallo? Oh, danke. Ja, stirbt ihr Bastarde. Boah. Okay, schön, dann das war doch dann doch ganz gechillt. Ihr hättet's wahrscheinlich viel schneller hingekriegt. Ja. Lacht mich doch aus. Ich mag Rätsel nicht. Wie oft denn noch? Ja. Ja, hab ja vergessen, dass wir Josh da nur um Objekte bitten können und so. Aber anscheinend haben wir hier alles erledigt und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zu Mrs. Wixen und gucken, ob sie fertig mit Wixen ist. Ja, oder so ähnlich. Hey. Und dann, ja, vielleicht sollte ich doch mal gucken, was auf dem WC ist, weil vielleicht habe ich ja Glück und da liegt Muni. Die könnte ich jetzt so ein bisschen gebrauchen und da ist ein fucking Käfer, aber ich sag's dir nicht, ne? Wir hätten uns so viel Ärger sparen können, wenn wir die Fusen schon gehabt hätten, ne? Ja. Okay, egal. Open the door and show me the Wixen. Miss Wixen, have you seen my brother, Kenny? Do you know where he is? Kenny? Kenny. Oh, another one. What do you mean, another Kenny? One? Herbert? Herbert? He never He's the let them out maniac who before. kidnapped Kenny? It's Leonard. Leonard, that name He rings a wants to get bell. out. There's She's no way totally to stop. traumatized. Poor He's Miss just. Wixen. Könnt ihr mal aufhören, durcheinander zu reden? Ich habe jetzt gar nicht viel mitbekommen. Alter, die Mucke, ne? Irgendwas mit Herbert, ne? Also, wenn ich da wieder was nicht verstehe, sollte ich vielleicht mal auch anmerken, ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt. Und zwar, kann ich noch nicht hundertprozentig in die Story eintauchen, wenn ich LPs mache, weil das liegt einfach daran, dass ich mich größtenteils aufs Reden konzentriere. Und ja, dann kann das da schon mal sein, dass ich die ein oder andere Logik nicht auf Anhieb verstehe. Ich bitte um Verständnis dafür. Die großen LPer, die reden wahrscheinlich schon, ohne dass sie es noch merken und so. Die können sich da so ein bisschen besser da konzentrieren und so. Aber bei mir ist das eben halt noch nicht so und deswegen, ja, ne, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie bescheuert bin oder so. Es ist einfach, ja, ich muss halt reden und so, ne? You were not here, so I'm leaving this message. Mr. W. Mr. Wixen oder was? Auf jeden Fall Herbert, ja. Ja, ne? Das ist ja auch, ich rede ja auch in meiner Freizeit nicht ununterbrochen und, ne, das ist dann halt für die Leute, die dann in ihrer Freizeit jetzt nicht 30 Sätze pro Minute reden, dann auch noch so eine Sache des Trainings und so. Was ist los, Joshi? Thing could be useful. Alter, ja, genau. Oh, ey, ne? Ich habe mich schon gefragt. Ja, ich weiß, wo es ist. Mein Gott. Da ist nämlich noch eine geheime Tür, da kann ich mich erinnern. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommt. Leave the drugs, time is short. Warum? Du bist doch so eine Party. Oh, na, ich verkneif's mir. Eine Party. Bitch, ja, Bitch. Bitch klingt auch freundlich, ne? Ja, ich meine, ich werf die Shannon einfach Oh, das tut mir jetzt leid. Ja gut, hat ihn ja eigentlich nichts abgezogen. Natürlich, ich werf die Shannon so in den Topf, so von wegen angesagtes, geiles Mädchen, auf das alle stehen und Party und so, aber ich glaube, was heißt ich glaube? Letztens habe ich auch gelesen, dass sie eigentlich eine sehr gute Studentin ist und auch ihren Freunden hilft und so. Also ich glaube, ich habe von ihr da so ein bisschen ein falsches Bild bekommen. Aus dem Grund halt, weil sie halt da so ein bisschen knapp rumläuft und so. Sorry, aber naja, ist ja auch egal, ne? Hey, hier geht's raus. What?
Also vielleicht sollte ich mich da so minimal bei den Shannon-Fans entschuldigen. Ich meine, ich bin jetzt auch ein Shannon-Fan, aber ja. Nee, doch, der doch. Also wenn sie solche Charaktereigenschaften hat, dann gefällt mir das sehr. Ist halt nur ja, das. Nee, es ist halt, ja, falscher Eindruck und so. Ich glaube, ich rede gerade wieder im Kopf und Kragen. Es tut mir leid, Shannon, dass ich dich für eine Bitch gehalten habe. Du bist ganz nett. Du bist ganz. Wieso spiele ich eigentlich Josh? Ich komme schon wieder gar nicht klar. Okay. Ach so, hier passen nur 10 Schuss rein, oder was? Ja, okay. Ich glaube mal, dann hat sich die Sache mit den Kommentarschreiben erledigt. Ich gehe jetzt einfach noch mal gucken, was da hinten bei dem WC war. Vorausgesetzt, da kommen jetzt keine Monster, ne? Aber das werden wir dann eh gleich sehen. Ich sollte vielleicht mal You den. guys sure took your time. What do we do now? Also ich bin erstmal dafür, dass du dir eine Stimme holst, die aushaltbar ist. Aushaltbar, ist das ein Wort? Ertragbar ist, genau, weil das war doch gerade ganz schön laggy. Und ja, ich möchte auch nicht wissen, was du da mit Stan machst, ne? Nam 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 nam. Here. Das dürfte doch eigentlich. Nee. Falsch. Oh, nee, nee, das ist. Ja, das. Das war jetzt ein Epic Fail. Aber sowas von. Ich meine, das ist ja auch, das ist ganz schön, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das auch ganz schön oberflächlich von mir, ne? Ich meine, nicht jeder, der sich was Knappes anzieht, ist gleich, ne? Aber ich meine, da entsteht da schon so leicht der Eindruck. Ja. Holy shit. So, das Blöndchen und so, ne, gibt auch noch mal Punkte, weswegen man so denken könnte, dass das dumme Blondchen, was sich ganz knapp anzieht und sich dann wundert, dass sie, oh mein Gott, egal. I'm so fucking sorry. Ich meine, vielleicht entpuppt sie sich ja noch als eine Person, die so ist, ne? Man weiß es ja nicht. Vielleicht passiert ja hier noch irgendwas Krasses in der Story, ne? Und dann, ja, hehe. Das ist ja kein WC, das ist ja ein richtiger Klassenraum hier. Wow. Ist bestimmt irgendwas Wichtiges drin, ne? I don't see anything interesting. Ja, hier muss doch aber was This sein. lock looks easy. I should be able to pick this Wehe, da lock. kommen jetzt Monster. Wehe. Mal, Josh, wieso musst du immer aus dem Fenster ziehen? Da ist keiner. Ich glaube, der hat eine Abneigung gegen Fenster. Oh, ey, geil. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Pistole mehr. Das ist ein bisschen doof. Oder? Ja, egal. Never mind. Wie jetzt war es das? Okay, ja. Hat sich doch dann indirekt gelohnt. Falls ich doch noch irgendwas vergessen habe, schreibt's runter. Weil ich denke mal, ich werde jetzt nicht noch irgendwo hingehen, wo wir schon waren. Es sei denn halt, wir wären dazu gezwungen. Wie halt jetzt zum Beispiel. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play Obscure. Beim nächsten Mal werden wir dann gucken, was wir mit diesem, ich komme gerade nicht auf den Namen, was wir halt mit diesem Rädchen da machen, mit diesem Teil da, Ventil, oder? Kann man das als Ventil zählen? Komm, mach schneller. Los, Wheel. Ja, irgendwie so ein Ventilzeugs und, na, haut da rein.